Yo Leute, ist Fresh hier für euch mit einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und jetzt muss ich mich etwas beeilen, weil das Video nur für euch ist. Und zwar geht es darum, wie man die Black Ops 3 Beta-Version kostenlos bekommen kann. Nur für die PS4, das muss ich euch vorab sagen. Ich will jetzt nicht drumrum strugglen und so. Und im Hintergrund läuft jetzt irgendeine Nuklear oder so. Das ist jetzt auch Nebensache. Fangen wir doch gleich mal mit dem Thema an. So, also ihr geht in den PlayStation Store, natürlich nur auf der PS4, und dann sucht ihr dort irgendwo Black Ops 3. Wahrscheinlich seht ihr schon an der linken Leiste, dass Black Ops 3 schon verfügbar ist, und dort gibt es eine Digital Deluxe Edition und eine normale Standardversion. Ihr geht einfach auf die Standardversion für 69 Euro und dort steht irgendwo, wenn ihr da drauf gegangen seid, auf der linken Seite Vorbestellen. Ich blende euch jetzt irgendwo kleine Screenshots ein. Auf jeden Fall geht ihr auf Vorbestellen. Wenn ihr da drauf gegangen seid, kommt ein Fenster und dort steht irgendetwas voraussichtlich, ihr Datum für die Zahlung und wann verfügbar ist das Spiel und dies und das. Und dann geht ihr einfach auf Akzeptieren und Fortfahren. So, und dann steht da die Bestellbestätigung und euer Guthaben und dies und das. Darauf scheißt ihr einfach mal und geht dann ganz unten rechts auf Vorbestellen und Bezahlen. So, und dann steht da irgendetwas wegen der Vorbestellung, dass ihr einfach, wenn ihr eure PS4 ausschaltet, dass die dann im Ruhemodus ist und wenn Black Ops 3 halt verfügbar ist, dass er das automatisch runterlädt und eure PS4 dann nicht aus ist. Aber das ist einfach Nebensache, ihr geht einfach auf Nein. So, dann geht ihr nochmal komplett zurück, ganz links auf eure Bibliothek. Und wenn ihr da drauf gegangen seid, kommt ihr auf all eure Spiele, all eure Updates, alles was ihr habt. So, und dann ganz oben blende ich euch auch überall alles zu, also zu jedem Punkt, den ich euch sage, kommt ein Screenshot, und ganz oben bei mir steht zum Beispiel jetzt Black Ops 3. Darunter steht schon Black Ops 3 Multiplayer Beta, aber darauf scheißt ihr jetzt, weil ich das gerade runterlade. Das werdet ihr auch gleich sehen, dass ich euch nicht verarsche. Also ihr geht dann auf die Black Ops 3 Beta, sondern ganz oben. So, wenn ihr da drauf gegangen seid, geht ihr auf zugehörige Objekte natürlich. Ganz links unten ist das da und dann steht da die Multiplayer Beta kostenlos, weil ihr ja schon vorbestellt habt. Denkt der Store auf jeden Fall. Und dann könnt ihr euch das Spiel ganz gediegen kostenlos runterladen und auch testen. Und ja Leute, ich verarsche euch wirklich nicht, das seht ihr hier. Ich downloade gerade die Update-Datei, weil Montana Black und was weiß ich, die haben das Spiel ja gestern auch gestreamt. Und die sagten, Beta kommt raus, weil die Waffen auch nicht ganz so gut ist und keine Ahnung. Ich werde das alles auf jeden Fall testen. Hier auf jeden Fall ein Screenshot, dass ich es natürlich runterlade. 70 Stunden verblieben, auf jeden Fall richtig geil, muss ich zu der Stelle sagen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein bisschen verplant war ich und ich entschuldige mich nochmal dafür. Aber Leute, ich muss das Video schnell machen und ich muss das noch rendern und schneiden und hochladen und ja, nebenbei downloaden. Von daher würde ich sagen, bewerten kommt hier nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss.